Bevor das Video startet, noch ein paar kurze Infos. Ihr habt euch den Titel nicht verlesen. Der Typ, der uns das alles gezeigt hat, nennen wir ihn mal Andy, ist ehemaliger Einsatzleiter der GSG 9 gewesen und ist auch jetzt noch in diesem Bereich tätig. Deswegen muss ich sein Gesicht verpixeln oder ihm aus dem Bild leicht ausschneiden. In diesem Video haben wir nur die Grundlagen wiederholt, damit wir später, wenn wir große Szenarien nachstellen und Taktiken üben, eine gute Basis haben, worauf wir aufbauen können. Da einem sowas nie richtig beigebracht wird im Airsoft, habe ich die Kamera einfach mal mitlaufen lassen, damit auch ihr von seinem Wissen profitieren könnt. Waffe grundsätzlich immer darauf achten, wenn ihr eine Waffe in die Hand nehmt, immer so weit wie möglich oben ansetzt. Also sprich, dass die wirklich hier oben sauber anliegt. Weil ihr habt vom Zielen her grundsätzlich immer, wenn ihr zielt, solltet ihr mit der Hand so weit wie möglich oben sein. Aufpassen, gerade bei der Glock. Trifft die Scharfe und die GBW, ist vollkommen egal. Wenn ihr zu weit drüber geht, dann tut es spätestens, wenn der Schlitten zurückkommt, weh. Und zwar richtig. Deswegen also darauf achten, dass er immer so weit wie möglich oben am Anschlag sitzt. Das ist mal der erste Punkt. Wenn ihr eine Waffe zieht aus dem Holster, achtet immer drauf. Bei den Kunststoffholstern ist es relativ einfach. Ihr müsst die Auslösung drücken, dass ihr es ziehen könnt, und in dem Zug habt ihr eigentlich euren Finger schon richtig sitzen. Egal was er macht, für gestellte Fotos und so weiter und so fort, geht der Finger nie an den Abzug. Punkt. Wenn wir spielen, ist es was anderes, aber ansonsten geht der Finger nie an den Abzug. Es ist immer ratsam, wie gesagt, so hoch wie möglich, die drei Finger halten dann die Waffe fest. Der Daumen, den brauchen wir nicht, den lassen wir hier an der Seite gerade stehen. Den kann man ruhig locker liegen lassen. Mit der Gegenhand fassen wir so grob im 45 Grad Winkel. So, im Prinzip drüber. Wir benutzen den rechten Arm als Arm zum Vorstoßen. Also das bringt die Waffe nach vorne. Und der linke Arm, der zieht hier. So, dann habt ihr volle Kontrolle. Und wenn ihr jetzt vom Stand her im Prinzip den linken Fuß, der schwache Fuß, bleibt vorne stehen, der stärkere geht leicht nach hinten, ihr legt euch ein kleines bisschen nach vorne und geht leicht ins Knie. So, und dann habt ihr eigentlich, wenn ihr Zug drauf habt, die komplette Kontrolle über die Waffe und könnt dementsprechend auch euer Ziel sauber treffen. Vom Stand her seid ihr, habt ihr einen sicheren, stabilen Stand, wenn gerade mal das Gelände unruhig ist. Wenn wir den Fall haben, das habe ich beim einen oder anderen gesehen, dass wir das Problem haben mit, wir müssen uns rechts und links bewegen, ist es natürlich schwierig, wenn wir in der Position sind und wir wollen dann dementsprechend schießen, uns zur Seite zu drehen. Irgendwann wird es blöd, egal wie wir uns das angucken. Da gibt es dann noch den anderen Stand, sage ich jetzt einfach mal, und zwar etwas breitbeiniger gerade hinstehen. Da habt ihr den Vorteil, wenn er so steht, könnt ihr problemlos in jede Richtung drehen. Wenn wir die Waffe so in die Hand nehmen, benutzen wir im Prinzip beide Arme. Und zwar wie ein Dreieck. Das heißt, wir stoßen mit der vor, mit der hier genauso vor. Die Daumen lassen wir an der Seite und können dann dementsprechend zielen. Was wir in dem Sinne, wenn wir hier nicht ziehen, haben wir halt nicht die volle Kontrolle über die Waffe, sondern wir haben halt eine Dreieckstellung, sage ich jetzt mal. Und auch der Stand, wenn dich jetzt einer anschubst oder das Gelände dementsprechend abschüssig ist oder sowas, hast du keinen sicheren Stand. Es kommt ein bisschen drauf an, das müsst ihr je nach Lage, je nach Gelände entscheiden, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Ich zeige nochmal, was Andi mit dem Stoß und dem Ziehen nochmal genau meint. Am Anfang habe ich das auch nicht kapiert, das werdet ihr auch gleich mal sehen. Das schaue ich mir mal ein bisschen doof an. Also was er damit sagen will, ist quasi, dass ihr mit der rechten Hand die Waffe nach vorne stößt, sag ich mal, dann auf den Gegner zu, und dann mit der linken Hand die Waffe so sie mir zu euch zurückzieht. Wenn ich das jetzt ein bisschen weiter spinnen würde, dann würde das nachher so aussehen. Da würde ich die Waffe quasi an links ziehen. Ne? Die rechte Hand stößt nach vorne, die rechte zieht zurück. Sieht dann so aus. Wenn ich das dann mache, würde ich dann die Waffe, sag ich mal, nach links ziehen. Das ist dann übertrieben. Nur ein ganz bisschen, so habt ihr dann die volle Kontrolle. Mehr in die Knie. Noch mehr? So? Ja, so dass du fast nach vorne kippst. So? Fast. Ja, so.
Selbst wenn ich jetzt mal komme. So unerwartet. Ist der Stand relativ gut. Auch wenn ihr von vorne kommt. So, steh mal gerade hin. Breitbeinig. So, ja. Ziel mal. Jetzt machst du so, dass du den Arm genauso streckst wie den. Dass du im Prinzip ein Dreieck hast. So, und jetzt komme ich mit dem gleichen nochmal. Ich nehme dich komplett aus, aus der Position raus. Du bist viel wackeliger. Ja. Deswegen musst du gucken, wann du welchen Stand, wann welcher Stand Sinn macht. Ja. So, geh mal weiter in die Knie. Stell den rechten Fuß gerade. So ein bisschen breiter. Breitbeiniger. Ja, so. Dann weiter in die Knie runter. So. Den Arm ausstrecken. Voll durchdrücken. So. Mit dem stößt die Waffe nach vorne. Mit dem ziehst du zurück. Das würde ich nicht so machen. Pack den Finger ruhig lose drauf. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und dann hast du eigentlich deine richtige Position. Wenn ich jetzt komme. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber du hast einen relativ stabilen Stand so. Wenn du jetzt gerade stehst, stell dich mal so hin. Ja, ist das wahrscheinlicher, dass du umkippst. Du bist halt vom Kippeligen her dementsprechend anders unterwegs. Also ist erfahrungsgemäß immer linker Fuß nach vorne, rechter, also stabiler oder Führungsfuß geht immer nach hinten. Leicht in die Knie runter. Und dann mit dem auf die Waffe nach vorne stoßen, mit dem zur Seite ziehen. Und dann hast du die volle Kontrolle. Okay. Bisschen mehr in die Knie. Ja. Passt. Also Position grundsätzlich so oder ein bisschen weiter raus. Nie den Fuß komplett so stellen, weil ihr habt das Problem, wenn ihr auf die linke Seite rüber wollt, da ist dann einfach Ende. Nach rechts geht es zwar, aber nach links rüber halt nicht mehr. Deswegen den vielleicht leicht schräg stellen, dann habt ihr zumindest noch von der Möglichkeit her eigentlich das meiste dann in die Knie runter und dementsprechend dann die Waffe in Anschlag nehmen. Der letzte Punkt war die Schussposition. Das kann man leider nicht mehr filmen, weil es geregnet hat und meine Kamera ist ein bisschen wasserscheu. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Und zwar, wir gehen in unsere Grundposition, das heißt, der stärkere Fuß geht nach hinten, der schwächere nach vorne. Wir in den Anschlag, gehen leicht ins Knie und jetzt gehen wir quasi in die geduckte Position und das geht folgendermaßen. Und zwar, wir gehen quasi nur jetzt runter, packen unser rechtes Knie auf den Boden und den linken Ellenbogen packen wir auf das Knie bzw. kurz vor das Knie. Sieht dann ungefähr so aus. Bei mir muss jetzt hier vorne anfassen, weil der Griff da ein bisschen zu weit vorne ist. Aber so sieht das dann aus. Wichtig ist, packt euren Ellenbogen nicht direkt auf das Knie drauf, da habt ihr nämlich Knochen auf Knochen. Und das werdet ihr auf lange Zeit nicht machen können. Von daher kurz dahinter, Waffe stabilisieren, je nachdem, wenn ihr normal greifen könnt, nach vorne. Bei mir ist es angenehm, wenn ich das ein bisschen kompakter halte. Und so sind wir in der knienden Position. Wir können jetzt auch in eine liegende Position gehen. Dafür müssen wir quasi uns nur so hinlegen. Wichtig ist dabei, wenn wir das machen, dass wir unser rechtes Bein leicht anwinkeln nach vorne, denn so ist es bequem auf Dauer zu liegen. Wenn wir die Beine gestreckt lassen, wird es auf Dauer sehr unbequem. Von daher winkelt ein Bein an. Bei mir ist es das rechte Bein, was mir am bequemsten ist. Und gehen zurück in den Anschlag. Ellenbogen auf den Boden zur Stabilisierung und gut ist. In dieser Position können wir in die Knie, ne? Und in die Stehende. Der Vorteil ist bei dieser Position, wenn ich, sag ich mal, jetzt stehe und ich möchte in geduckte Position, jetzt passiert was, wo ich gerade in der Übergangsphase bin. Ich kann selbst in der Übergangsphase noch schießen, weil ich das Ziel im Blick habe. Das ist der Vorteil. Den anderen Stand, den Andi gemeint hat, aus dieser Position können wir nicht so einfach in die geduckte und in die kleine Position gehen, denn aus dieser Dreieckstellung können wir nicht einfach eben in die geduckte. Da müssen wir quasi zwingend vorher in die normale, die sichere Position, sag ich mal, gehen. Und erst dann können wir in die geduckte. Wenn ich das so machen würde, das wird nicht funktionieren. Ich würde dann das Ziel aus den Augen verlieren. Ich wäre sehr wackelig. Das funktioniert nicht. Von daher müssen wir quasi für Schusspositionwechsel in die normale Position. Und dann können wir runter. Ja, das war's auch. Yeah. Ready to go, man, lock and load.
That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable.